Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Saints Row the Third. Und ich habe mir ein bisschen was überlegt, und zwar, wenn ich später viel Geld gesammelt habe und einiges an Klamotten eingekauft habe und so, dann werde ich das später irgendwann mal so machen, dass ich wohl wahrscheinlich, wenn es klappt, am Anfang jeder Folge, und also besser gesagt vor jeder Folge, ein komplett anderes Outfit mir zulegen werde, sodass ihr jedes Mal ein bisschen was anderes seht. Ja, das wollte ich nur so am Anfang einmal gesagt haben. Und dann wollen wir noch mal schauen, was wir jetzt sonst so machen. Und hey, Gangster, was geht? Wow, sorry! Das ist ein Kumpel! Das war, glaube ich, eine dämliche Idee. Sorry! Ich glaube, das war's mit meinem Homie, oder? Ach so, okay. Gehört er jetzt zu mir oder nicht? Ich glaube, er gehört immer noch zu mir. Dann bin ich ja zufrieden. Ich dachte schon, ich habe ihn jetzt verscheucht. Hätte mich gar nicht gewundert. Schließlich habe ich gerade ein bisschen Scheiße gebaut und ihm erstmal dick bedroht. Und, ja. Ja, dann gib mir mal irgendeine Karre, die ich habe. Nehme ich das Manipult oder nehme ich den Neuron? Ja, komm, nehme den Neuron, der war ganz okay. Und ach, mein Controller, stimmt ja. Wo ist mein Controller hin? Ja? Ich bin ein verplanter Mensch, entschuldigt. Ah, da. So, alles klar, dann haben wir das erklärt und dann geht's mal los. Und ich sehe jetzt schon rote Sachen hier auf der Map. Und was habe ich in dieser Folge überhaupt vor, ne? Das ist eine ganz gute Frage, ich weiß. Von daher, das ist schon mal die falsche Taste. Dann muss ich also Select hier drücken. Karte. Ich bin jetzt hier und dort haben wir irgendein unbekanntes Geschäft. Aber ich möchte mal gucken, wie viel kosten eigentlich Immobilien. Von daher probieren wir das mal aus. Hey, Power Slide ist cool. Und ab geht das. Ist ja direkt um die Ecke, von daher. Und ich finde das cool gemacht, dass sie das dann hier so aufteilen, dass man direkt von den Streckenbegrenzungen her so weitergeleitet wird. Ist eine geile Idee, wie ich finde. So. Okay, da konnte er irgendwie nicht aussteigen, warum auch immer. Machte keinen wirklichen Sinn. Und wieder auf die Tastatur wechseln. So. For sale. Red Onion Herb Dispensary kaufen. $1000 kostet das nur. Der Besitz von Eigentum bringt dir ein stündliches Einkommen. Besitzt du Läden, bekommst du dort einen Rabatt. Dann her damit. Red Onion Herb Dispensary. Also, ich glaube, da werden Pflanzen irgendwie verarbeitet. $100 pro Stunde. Das Reagieren auf einen Hilferuf ist optional. Ignorierst du ihn? Hilferuf? Okay. Irgendwie gerade nicht mitbekommen. Gut, das gehört jetzt mir und dadurch ist jetzt unser Einflussbereich auch in diesem Bereich überhaupt erstmal vorhanden, besser gesagt. Das ist doch schon mal ganz gut. Da kann ich auf jeden Fall nichts irgendwie dran einstellen. Das gehört mir jetzt einfach und ich glaube, es bringt mir jetzt auch außer den $100 stündlich keine weiteren Vorteile. Von daher würde ich einfach mal sagen, ab zum nächsten Geschäft, oder? So, Homie, steig ein. Na komm schon. Ja, geht doch. So, und weiter. Den Kopf da links lassen wir auch links liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier haben wir ein Geschäft und das ist ein Schraubenschlüssel. Von daher tippe ich mal, dass das ein... Na, was ist das für ein Geschäft? Ein Mechaniker. Okay, was gibt's hier? Waffenverbesserung oder... Ach nee, Karren. Ach, eine Garage ist das. Ah... Okay. Und kann man Garagen aufkaufen? Employees only und... Ich glaube fast eine Garage, die kann ich einfach nur benutzen, aber nicht einkaufen, oder? Da schaue ich am besten mal auf die Karte. Geschäfte. $5000 steht da irgendwas. Und dadurch würde ich 3% mehr Kontrolle anscheinend kriegen. Aber ich will trotzdem mal sehen, wo ich denn ein Geschäft, dieses Garage kaufen könnte. Einfach nur die Position, an der sich das befindet. War das hier doch im Menü? Habe ich da was übersehen? Nee. Also in diesem Menü doch nicht. Ach, da vorne! Hä? Wie habe ich das denn übersehen? Frag mich nicht. Rimjobs kaufen, $5000. Besitze ich leider nicht, von daher weiter geht's.
Wow, 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 wow. Sorry. Das war definitiv keine Absicht. Was machen wir als nächstes? Ich denke mal, diese ganzen... Sind die alle automatisch aufgedeckt? Das heißt, mehr gibt's hier in diesem Viertel nicht? Nee, ne? Ich glaube, es gibt schon ein paar mehr. Ja, ich denke schon. Egal. Was machen wir denn jetzt so? Hier gibt's wieder halt normale Aufträge. Partyzeit. Saints Book. Attentate. Drogenkurier lässt die Saints nicht mitspielen. Tja, machen wir das mal. Karl ist Kofferträger am Flughafen. Er schmuggelt nebenher Drogen und trampelt erbarmungslos auf jedem rum, der in sein Territorium kommt. Klaue am Flughafen einen Kofferwagen, dann wird er ganz bestimmt kommen und nach dir schauen. Ja, machen wir das mal. Oder zumindest mal gucken, wie weit das weg ist. Sorry. Und ab dafür. Achso, und ich habe jetzt erst gemerkt, dass ich eine falsche Karre geklaut habe. Ups. Ist es denn weit weg? Ich sehe es momentan noch nicht. Ich kann ja mal auf die Karte glotzen. Irgendwie wird mir ja nichts angezeigt. Oh, das ist ja die ganz andere Ecke. Das ist eigentlich ganz doof. Das muss nicht sein. Vielleicht ist das näher dran. Korrupter Cop. Ort New Colvin. Salander, das auf der Insel, das weiß ich. Dieser DJ Tussi muss aufhören. Ich halte es nicht mehr aus. Dieser Trance-Schrott, den Enigma spielt, stört meinen Groove. Begib dich nach Salander und lass etwas K-12 aus seinem Radio tönen. Das wird sie rauslocken. Erledige sie dann. Ah, okay. Na, das kriegen wir hin. Von daher, jetzt muss ich auch erstmal kurz hier ein bisschen Power sliden. Genau, und... Ja, ich hätte auch da lang gekonnt. Naja, egal. So. Und K-12, glaube ich, war das, oder? Nein, kein Tempomat. Obwohl. Nein. Das war eigentlich aus Versehen. Ich wollte eigentlich nur den Radiosender wechseln. So, ich will nicht zu viel Zerstörung gerade machen. Wo ist denn hier K-12? Da haben wir K-12. Alles klar. Was für einen Laden haben wir hier überhaupt? Rusty's Needle, das klingt nach einem Tattoo-Shop und, nein, wie gesagt, ich möchte mein Geld erstmal für Immobilien aufsparen. Ist mir erstmal wichtiger. Und ich bin mal gespannt, wie das abläuft mit dem, wie das funktioniert. Ob ich, für die stündlichen Einnahmen irgendwo hin muss oder ob es reicht, dass ich einfach nur existiere und die Zeit vergehen lasse. Also, dass ich quasi einfach stündlich meine Einnahmen kriege und nichts machen muss dafür. Wenn ja, das wäre arschcool. Befolge die Anweisung des Kontakts, um das Ziel herauszulocken. Das Ziel ist aufgetaucht. Jetzt eliminiere es, um deine Belohnung zu bekommen. Sei vorsichtig. Das Ziel könnte ein Lockvogel haben oder einen rivalisierenden Prügelknaben. Oh. Hä? Zack. Zack. Und ja, komm her, Bitch. Genau. Das war eine Falle, nur ein Köder. Bring das echte Ziel um. Oh, shit. Gut, dann wissen wir Bescheid. Und dann besorgen wir uns mal das richtige Ziel. Das ist ja witzig, da haben die hier Doppelgänger oder Köder. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ah, hier noch nicht. Bandenoperation, okay, gerade gefunden. Das muss warten, ich habe hier erst ein bisschen was zu tun. Ah, gleich sind wir da. Nein. So, und ich denke mal, so ein kleiner Drive-By hat noch keinem geschadet, oder? Fuck, die hält aber ganz schön was aus. Krass. Jetzt aber schnell hinterher. Und erstmal so ein Kick von vorne. Ja, genau. Zack, Ziele eliminiert. 100 Respekt und $500. Alles klar. Homie, komm her. Wir haben andere Sachen zu tun. Ja, schaffst es? Alles klar. Dort vorne haben wir einen Gunshop, aber für den haben wir auf jeden Fall nicht genug Kohle. Da gehe ich jetzt schon mal von aus. Und wir können ja mal gucken. Attentate 1 von 5 habe ich geschafft. Ja, ich weiß. Wir haben was Neues bekommen. Pierce ist, glaube ich, neu. Ort Lawrence Square. Leider weiß ich immer gar nicht, wo das ist. Also mache einfach ein paar Leuten ein Kompliment in Lawrence Square. Wie gesagt, da checke ich lieber erstmal die Karte, ob das zu weit weg ist. Na, wo haben wir das denn? Ha? Ich blind? Hä? Wo ist mein Ziel?
Habe ich es irgendwie aus Versehen nicht aktiviert? Doch nicht. Folge diesen Symbolen, ein Ziel zu finden. So, dann muss ich wahrscheinlich erstmal aus dem Spiel raus. Oder erstmal aus dem Menü raus. Kann ich jetzt nochmal gucken? Okay. Ist auch nicht gerade um die Ecke, aber es geht noch. Von daher können wir mal ein bisschen rumrasen. Also los geht's. Dazu hören wir ein bisschen entspannte Elektromucke, was auch immer. Und lasst euch bloß nicht darauf festnageln, was für ein Genre das ist. Ich habe davon keine Ahnung. Ich kann euch nicht sagen, ob das Trance, Dance oder Elektro oder sonst was ist. Keine Ahnung. Ich kann sowas nicht auseinanderhalten. Dafür höre ich solche Musik auch viel zu wenig. Ach, mit Geisterfahrer verdiene ich auch vor allem viel Respekt. Ist das so? Oh yeah. Whoops. Oh, sorry. Ich kriege auf jeden Fall keinen Respekt dafür, dass ich Passanten überfahre. Und das finde ich auch gut so. Das wäre auch ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein. Obwohl, war ein bisschen Geisterfahrer, oder? Und das zählt anscheinend auch nur, wenn ich Autos vor mir habe, denen ich ausweichen kann, sag ich mal. Oder erst ab dann. Achso. Ah. Ja, so holt man sich Respekt, Leute. So geht das. Wuhu. Wow. Okay, dafür habe ich jetzt auch ganz schön eben was abbekommen. Aber auch ein bisschen Respekt gesammelt. Ach so, und oh, hätte schon abgemusst. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Dann drehen wir einfach mal um. Na, wo? Hallo? Ja. Ach so, gut, dann drehe ich mal an der nächsten Stelle. Ach komm schon. Zack, und dann drehen wir einfach mal ganz elegant. Und diesmal auch darauf achten, wo ich hin muss. Ich war gerade so im Fahren, Entschuldigung. War ich keine Absicht. Gut, wir nähern uns dem Ziel. Jetzt musst du nur noch sehen, wo man hier runterfahren kann. Oh, sorry. Das war eine schlechte Idee. Und ich weiß nicht, kann man Cops einfach abschütteln oder muss man die erledigen? Abschütteln sieht irgendwie schlecht aus, weil die Typen fahren noch gar nicht so langsam, ne? Ah, okay. Ich glaube, ich bin losgeworden. Und wo ist jetzt mein Ziel hin? Hallo. Och, Leute. Das sagt doch. Gut. Ja, ich habe eigentlich nur... Ja. Wo ist mein verdammtes Ziel? Hallo. So, nochmal. Da, so. Ziel auswählen, ja. Dann zeig mir auch mal, wo das ist, bitte. Ach, bin ich jetzt schon in der richtigen Gegend quasi? Ich muss ein paar Leuten ein Kompliment geben. Ich glaube, sowas wurde gesagt. What the? Was geht ab? Wie macht man denn Komplimente? War das mit X? Nein, das war kein Kompliment. Das ist eher... wer schießt da eigentlich so doll? Ach, Cops! Hi, Jungs. Geh mal weg. Das bringt auf die Entfernung gar nichts. Doch, schon eher. Jetzt muss ich trotzdem noch rausfinden, wie mache ich Komplimente? Damit auf jeden Fall schon mal nicht. E, mit R lade ich nach. T. V, B, N. Ach, Mensch. Kann nicht so schwer sein. T? Auch nicht. Gut, dann schauen wir halt nochmal nach, wie man Komplimente gibt. Tut mir leid. Man muss das Spiel ja auch erst erlernen, ne? Kompliment auf C? Wieso habe ich genau die Taste nicht gedrückt? Bin ich blind? Warum auch immer. Jeha! Warte mal, irgendwer schießt da. What the fuck? Weg ist mein Homie. Wenn dein Begleiter seine ganze Gesundheit einbüßt, hast du nur wenige Sekunden Zeit, zu ihm zu kommen und ihn wiederzubeleben. Oh. Ach so, dazu muss ich ihn halten. Ach, einfach nur aufhelfen. Ah. So, du kannst erstmal nicht mehr fliehen. Ach, eine von den Doofen ist das, von diesen Frauen, von diesen Weibern. Geht ja gar nicht. Zack, und was ist hier eigentlich los? Was ist das hier für ein Verkehr? Meine Fresse. Chaos. Chaos pur. Und jetzt sind auch diese Typen hier aus der Gegend auf mich ein bisschen aufmerksam geworden. Naja, passiert.
Bin ich jetzt immer noch in der richtigen Gegend? Ist nur ein Kompliment, Lady. Und dort sind schon wieder Cops und die sind immer noch auf mich aufmerksam. Das ist natürlich uncool. Naja. Ich glaube, wir werden wohl zurechtkommen. Wie geht das nochmal? Ach so, genau. Oh, es war eine Granate, glaube ich. Whoops. Whoopsala. Naja, passiert. So, oh Gott, ist die Karre lahm. Geht ja mal gar nicht. Bin ich jetzt noch richtig oder nicht? Hier wird ja nichts angezeigt. Sorry. jetzt sind die Cops natürlich immer saurer auf mich und irgendwie verkacke ich das gerade ziemlich. Hier ist irgendwas for sale. Und hier, Homie, Kompliment. I got you, boy. Ganz genau. Und du? Wer schießt eigentlich auf mich? Jetzt kommt mal klar, Jungs. Naja, wenn ihr Stress wollt, könnt ihr auch Stress haben. So ist nicht. Find cover. Wie toll, dass die Cops hier alle aussehen wie irgendwelche Spezialagenten oder so. Und ich glaube, so eine Polizeikarre ist genau das Richtige gerade. Peacemaker. Woohoo. Genau, gib's dem. Zeig dir, wie man's macht. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo mein Ziel ist. Es wird mir irgendwie nicht so richtig angezeigt. Das ist ziemlich nervig. Ich kann ja nochmal auf die Karte schauen. So. Saints Book. Ich lese nochmal genau nach. Als Luther Pierce. Hey, die Welt ist voll von denen, oder? Nur, dass dieser mich ständig angreift, wenn er mich in Lawrence Square sieht. Tu mir einen Gefallen, beiseite ihn. Er schmeißt ihn alle ran, die irgendwie freundlich rüberkommen. Also mach einfach ein paar Leuten ein Kompliment in Lawrence Square. Okay. Dann schaue ich doch mal, ob ich gerade in Lawrence Square bin. Bin ich das? Ja, bin ich. Ach, das ist alles hier Lawrence Square? Okay. Dann merke ich mir das mal. Und du kannst mal aufhören zu ballern, weil so komme ich nicht wirklich freundlich rüber. Jetzt mal überhaupt nicht, oder? Habe jetzt schon wieder einen Stern verloren und gleich könnte ich alle verloren haben. Na, verliere ich wohl alle? Könnte klappen. Und aber erstmal will ich ja diese Immobilie kaufen. Und diesmal ohne irgendwen zu verletzen oder so. Hey, Homie. Ich weiß, ich komme sehr freundlich drüber, oder? Ah, mein Ziel ist aufgetaucht, aber erstmal kaufen wir High-Rise-Condos. 3% Kontrollerhöhung Innenstadt. 100 pro Stunde. Ja, cool. Das gehört mir. Und jetzt nehmen wir unsere Bullenkarre. Yeah. Das war mal stylisch. Hallo. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Und zack. So, geschafft. 125 Respekt. $600 und fertig. Was machen wir denn jetzt? Ja, ihr merkt schon, dieses Spiel ist wirklich sehr, sehr offen und man kann wirklich hier treiben, was man will, wie man gerade lustig ist. Und vielleicht sollte ich mich doch besser in dem Gebiet bewegen, in dem ich auch angefangen habe. Von daher schlagen wir uns mal langsam zurück. Die kostet 2000. Fill her up, Super Toy Shop. Klingt abgefahren, klingt genau nach meinem Geschmack. Vor allem fill her up. Das klingt irgendwie... Man kann es falsch verstehen, oder? Oh ja, mit der Karre kann man aber richtig gut sliden. Wow. Mann! Warum haben bloß die Cops so tolle Sachen und ich nicht? Na eben, zur Seite, Jungs. Hier kommt der Peacemaker. Ach, wartet mal. Fill her up, Toy Shop. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Das ist ein Sexladen, natürlich. Da hätte ich auch schneller drauf kommen können. So, Fill her up, Super Toy Shop. Ja. Auf das Fill her up gehe ich nicht ein. Ich habe ja nur 1000? Oh, ich dachte, ich hätte noch mehr. Gut, sorry, Leute. Dann habe ich mich gerade mal eben voll vertan. Genau, genau so muss das. Einfach rein in die Karre. So, jetzt bleibt man bitte kurz stehen und zwar ganz normal. Und kann ich mir das da leisten?
Ach, Hi-Res Condos, das habe ich schon gekauft. Und das hier, Haranos Hookup House. So, dann kaufen wir das mal, oder? So. Hui! Ja, das hier war eigentlich eine ziemlich Folge, in der ich einfach nur rumgespielt habe und trotzdem sind schon 20 Minuten rumgegangen. Aber es macht wirklich Spaß, hier einfach rumzublödeln. Wow, das war gar keine Absicht. Trotzdem witzig. So, Fußgängerwege sind zum Überfahren da, genau. Wenn man es nur noch könnte, wäre es noch witziger. Oh, ich mache ein bisschen Chaos. Den Kopf da auf der Seite hat es aber irgendwie nicht interessiert. So. Mein Homie ist auch immer noch an meiner Seite, finde ich cool. Und wie viel kostet's? Haranos Hookup House kaufen. Ja, her damit. Alles klar. Und ich finde es gut, dass dieses Spiel jetzt wirklich schnallt, welche Eingabemethode ich gerade nutze und dann immer die Anzeigen auf dem Bildschirm dementsprechend hin und her springen lässt. Finde ich gut gemacht. Oh. Ja. Das war jetzt auch nicht mein wirkliches Ziel. Und das da unten, ja, Rimjobs kostet halt immer ein bisschen mehr. Schade eigentlich. Aber nun gut, jetzt müsste ich stündlich $300 kriegen. Anscheinend ist noch keine Stunde vergangen. Oder ich muss sie erst irgendwo abholen. Ich habe keine Ahnung. Wurde mir bisher nicht gesagt. Ich glaube, wenn die erste Stunde vergangen ist, wird mir das bestimmt angezeigt. Saints Book, wir können ja mal gucken, was sonst noch für Attentate gibt. Agnes, zur Hölle mit der städtischen Moral. Ashwood. In der Stadt gibt es eine Gruppe, die sich Kreuzhof für städtische Moral nennt. Sie sind eine Art moderne Inquisition, die von einer Tussi namens Agnes angeführt wird. Ein wenig flitzen an ihren Hauptquartier bei der Kirche in Ashwood sollte diese repressive Nutte raustreiben. Ich habe nur vorgelesen. Das ist nicht meine Meinung. So, wo ist denn diese, wie sie so schön sagten, repressive Nutte? Okay. Wieso kann man das immer erst sehen, wenn man wieder aus dem Menü raus ist? Ach, das ist ja direkt nebenan. Na, dann kriegen wir es an dieser Folge sogar noch hin. Und dazu nehmen wir natürlich auch den Peacemaker. Jeeha! Obwohl, das nervt mich immer auf Dauer. Ja, das nervt. Muss auf jeden Fall manchmal widerstehen, immer so viel zu driften. Vor allem, wenn man es noch nicht so ganz drauf hat. Sorry! Aber das ist für schnelle Kurven, wenn man ein bisschen dicke Kurven hinkriegen muss, ist das genau richtig. Wie gesagt, wenn man es noch nicht drauf hat, sollte man besser die Handbremse ziehen. Aber, ich halt. Befolge die Anweisung des Kontakts. Ach so, jetzt habe ich gar nicht mir durchgelesen, was ich denn am besten dazu mache. Von daher schauen wir das am besten nochmal nach. Agnes. Ein wenig flitzen. Flitzen? Ach, ganz schnell fahren oder was? Wartet mal, dann drehe ich am besten einmal um. Und jetzt ein wenig Vollgas an ihrer Kirche. Okay, wie fahre ich eigentlich, ey? Wie der letzte Dreck. Ob das wohl Flitzen ist? Ich glaube fast eher nicht, oder? Ich kann es ja mal auf die Art und Weise probieren, indem ich jetzt hier nochmal drehe. Ach, lass mich doch mal vorbei. So. Und mein Junge ballert schon wieder aus allen Rohren. Hey, ruhig Jungs, ruhig. Oder ich fahre jetzt einfach hier ein paar Mal um diese Kirche rum, drumherum. Ein wenig flitzen, tjas. Oder flitzen, vielleicht muss ich hin und her rennen, vielleicht reicht das. Keine Ahnung. Sorry, mate. Flitzen, flitzen. Warte mal, was war sie nochmal? Sie war doch irgendwie, Kreuzzug für städtische Moral. Meinen die mit Flitzen etwa, ich muss jetzt nackt rumlaufen? Kann das sein? wenn das so ist, muss ich mich ja erstmal umziehen. Und, ach, da ist ja ein Klamottenshop direkt nebenan. Aber ich glaube, da kann ich mich nicht nackt ausziehen, oder? Man kann es probieren. Man kann es probieren.
Nee, man kann hier nur Sachen kaufen, man kann hier nicht irgendwie alle Sachen ablegen. Schade. Kleiderschrank, genau. Ja, machen wir das mal einfach. Keine. gibt's ein Outfit, sowas wie gar nichts? Aktuelle Kleidung entfernen, genau. Es geht wirklich. Oh mein Gott. Jetzt auf jeden Fall Erregung öffentlichen Ärgernisses und zum Glück ist das Spiel direkt dabei und macht das. Zweimal X, um mit dem Flitzen zu beginnen. Juhu! Nein, Leute. Juhu! Oh mein Gott. So verdient man Respekt, indem man sich nackt zeigt. Achso, und mein Opfer ist ja schon da. Gar nicht gesehen. Hey, Officer. Geschockt? Glaube ich wohl. Ach so, weil ich flitze, will er mich gleich töten? Das ist aber ein bisschen krass, findest du nicht? Wuhu, na? Und da ist die repressive Nutte. Hodenangriff? Schneller Nahkampfschlag? Das klappt aber nicht. ich glaube... Ach, ich... Schneller Hodenangriff? Wie geht denn das jetzt? Die hat einen Taser, aber ich kann gar keine Waffe benutzen. Ich verstehe es gerade nicht. Irgendwie kann ich ja gerade nichts machen. Ach, warte mal, jetzt habe ich einen Taser. Ich verstehe es gerade nicht. Irgendwie kann ich immer noch keine Waffen benutzen. Muss ich immer noch irgendwie das Flitzen ausschalten? Wie komme ich da aus dem Flitzenmodus wieder raus? Ich verstehe es gerade nicht. Vorhin musste ich zweimal X drücken. Irgendwie klappt das nicht. Und zweimal C oder so, ob das einen Unterschied macht. Ja komm, lass das. Dann lass mal die Zeit einfach auslaufen und dann ist der Modus, glaube ich, vorbei. Und dann werde ich ja wohl wieder Waffen benutzen können, oder? Geht's jetzt wieder? Ah, tatsächlich, daran lag's also. Nun gut, ich würde mal sagen, geht's noch? Junge! Was zum Teufel? Geht ja echt mal gar nicht klar. Und mit diesem freundlichen, absolut nicht schlecht gemeinten Angriff am Ende des Spiels verabschiede ich mich mit diesem, naja, Anblick. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Let's Play Saints Row the Third. Mein Name ist Alex, bis dann.